Das sind die besten Aktien für dein Depot. Und das sage ich jetzt komplett ernst, obwohl ich dich überhaupt nicht kenne, obwohl ich nicht weiß, ob du jetzt eher auf hohe Dividenden stehst, schnelles Dividendenwachstum oder vielleicht die Dividenden egal sind, weil du rein auf Kursgewinne aus bist. Aber ich gehe davon aus, dass du langfristig investierst und falls es der Fall ist, dann denke ich zu kennen, welches die besten Aktien für dein Depot sind. In dem Sinne, dass ich die Grundlage sagen kann, welches die besten Aktien für dein Depot sind, weil es immer zutrifft für jedes langfristige Investment. Und das Ganze ist ja auch die Philosophie vom Aktienfinder, von der Plattform fürs langfristige Investieren, um von steigenden Aktienkursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Und das ist auch der Grund, warum der Aktienfinder so enorm erfolgreich ist. Und eigentlich ist es mein Eingangssprüchlein auch hier, ähnlich steht es auch schon, in Unternehmen mit steigenden Gewinnen investieren, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Es geht also um das langfristige Gewinnwachstum. Und auch wenn ich es jedes Mal sage, möchte ich das diesmal visualisieren und anhand einiger Beispiele nochmal darstellen, weil es einfach extrem wichtig ist, das Ganze zu verstehen. Und wir haben hier die besten Aktien als Kategorie. Und gucken wir uns einfach mal die besten Aktien an und gucken uns an, wie langfristiges Gewinnwachstum aussieht und was das zur Folge hat. Alle Aktien hier bestechen durch langfristiges Gewinnwachstum. Im Aktienfinder quantifizieren wir das, machen wir das messbar, sichtbar. Einmal natürlich hier durch diese Charts, zum anderen aber auch durch Kennzahlen wie Stabilitätskennzahlen, Wachstumskennzahlen bezüglich dem Gewinn. Wir machen das Ganze noch mit operativen Cashflow, Umsatz und so weiter. Aber das soll jetzt erstmal außen vor bleiben. Wir wollen uns einfach mal darauf konzentrieren, was wir zu erwarten haben, wenn wir in Aktien investieren, deren Gewinne langfristig steigen. Und das sehen wir hier. Das erste Beispiel ist recht schnell. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Und dann sehen wir hier unten rechts unten den Kursverlauf, den langfristigen Kursverlauf. Und wir sehen, dass wir hier eingestiegen wären im Jahr 2002 mit ungefähr 36 Euro. 2,3 auch ungefähr 36 Euro im jährlichen Durchschnitt als Kurs und dass wir aktuellen Kurs haben von knapp 600 Euro. Also wenn wir jetzt hier 30, 600, das wäre dann ungefähr eine Verzwanzigfachung in weniger als 20 Jahren, 15, 16, 17 Jahren. Und das ist eben das, oder beziehungsweise so einen langfristigen Kursverlauf, der hat eben nur eine einzige Ursache und die Ursache sehen wir hier, das sind die langfristig steigenden Gewinne. Würden die Gewinne nicht langfristig steigen, dann würde auch der langfristige Kursverlauf ganz anders aussehen und zwar deutlich negativer. Wir sehen hier dann auch nochmal, wie die jährlichen Renditen ausfallen und nach oben bzw. positiv ist der Regelfall. Wir sehen aber auch, dass wir schlechte Jahre haben. In 2002 war ein schlechtes Jahr. Wir haben hier die Finanzkrise 2007, 2008 insbesondere, wo der Kurs eingebrochen ist um sage und schreibe 40%. Wir sehen aber auch, dass sie ja schon im nächsten Jahr sich dann der Kurs komplett erholt hat. Oder nicht ganz komplett erholt hat, aber zum weitesten Teil hat er sich erholt. Und dann im Folgejahr waren dann die Kursverluste wieder komplett aufgeholt. Wir sehen auch, dass im Jahr 2018, das ist das letzte Jahr, also kein gutes Börsenjahr gewesen ist für Rational. Wir sehen aber auch, dass wir in den ersten Monaten des Jahres dann wieder 20% zugelegt haben. Und also langfristig hier mit dieser Aktie wirklich klasse Renditen einfahren konnten. Obwohl wir hier im Jahr 2009 beispielsweise eine Dividendenkürzung hatten von 4,50 auf 1 Euro, obwohl der Gewinn und auch der Free Cashflow erlaubt hätten, die Dividende konstant zu halten oder sogar zu steigern. Aber es ist eben kein US-amerikanisches Unternehmen. Hier wird dann eben das Management tätig und sagt, wenn die Geschäfte mal nicht ganz so explizit gut laufen, dann gehen wir auch hin und opfern da mal die Dividende. Das ist aber nichts, was die langfristige Rendite negativ beeinflussen würde. Wir sehen also hier dieses langfristige Gewinnwachstum, hier das Gewinnwachstum und hier das langfristige Kurswachstum und im Prinzip auch die langfristig steigenden Dividenden. Und das haben alle diese Unternehmen gemein, weil sie eben alle gemein haben, langfristiges Gewinnwachstum. Man kann sich jetzt hier durchklicken und man sieht immer, wie über 10, 20 Jahre hier der Gewinn gesteigert wird. Und das ist eben das, was alle diese Unternehmen erfolgreich macht. Wenn wir uns noch an, als ein weiteres Beispiel, gucken wir uns Church & Dwight an, das ist auch eine Aktie, in die ich investiert bin, dann sehen wir hier eben wieder das Gleiche. Wir sehen die langfristig steigenden Kurse hier.
Hier sogar noch mal richtig angezogen von 2017 auf 2018 hier. In 2018 hier 31% Kursgewinn noch mal gemacht. Das heißt, wir sehen hier die Kursgewinne, wir sehen die schlechten Jahre zum ersten Mal, aber dann sehen wir hier die Kursgewinne 20%, 14%, 30%, 27%. Hier Kursrückgang von aber unter 2%, wieder 30%, 27%. Dann haben wir hier mal kleinere Brötchen gebacken mit 3%, 7% während der Finanzkrise aber. 14%, 32%, 17%, 23%, 18%, also wahnsinnig gut. Und wenn wir uns hier mal die kumulierten Dividenden angucken, sehen wir hier so eine starke Kurve gekrümmt nach oben. Und das heißt, dass die Dividenden hier wirklich dynamisch wachsen. Und das ist eben das, was ich meine, wenn ich sage, von steigenden Kursen und steigenden Dividenden profitieren durch langfristiges Gewinnwachstum. Hier sieht man das in Form von den bilanzierten Gewinnen im operativen Cashflow. Und hier sieht man dann auch die steigenden Dividenden. Und solche Aktien sind eben die Aktien, die Spaß machen. Mit solchen Aktien, wenn man ein Depot hat, aus solchen Aktien, da wird man eben auch langfristig erfolgreich sein. Es funktioniert fast gar nicht anders. Also wenn es anders kommen sollte, dann würde der komplette Aktienmarkt so zusammenbrechen, wie er in der westlichen Welt noch nie zusammengebrochen ist. Schauen wir uns mal was anderes an. Hier zum Beispiel Inditex. Bei Inditex, beziehungsweise Inditex habe ich mir mal rausgesucht, weil es hier mal ein bisschen schlechter jetzt läuft in der letzten Zeit. Aber auch hier sehen wir, dass wir langfristiges Kurswachstum haben, also Kursgewinne. Wir haben einen Kurs von unter 4 Euro gehabt, den 2,5 als Durchschnitt und einen momentanen Kurs von 27,20, also auch ganz klare Kursgewinne zu verzeichnen. Hier den Einbruch bei der Finanzkrise. Und jetzt hier in den letzten Jahren sehen wir aber, dass die Aktie hier noch relativ gut gelaufen ist. Dann in 2017 und 2018 und jetzt auch hier 2019 dann aber hier wir jetzt eine Durststrecke zu überwinden haben. Wobei jetzt in diesem Jahr haben wir jetzt auch Kursgewinne von 11%. Ich will damit einfach nur zeigen, dass es durchaus auch mal sein kann, dass obwohl hier wir schönes Gewinnwachstum haben, dass die Aktie dann trotzdem eine Durststrecke zu überwinden hat, weil einfach der Markt, und das sieht man dann hier, die Aktie niedriger bewertet. Mit niedrigeren Multiples. Man sieht eben, dass die Aktie jetzt da vielleicht ein bisschen heiß gelaufen ist mit einem KGV von 33 und momentan ist das KGV zurückgegangen auf knapp 25. Und das hat dann eben auch zur Folge, dass obwohl die Gewinne nach wie vor steigen, dass die Aktie an sich hier erstmal bezüglich des Kurses einen kleinen Rückwärtsgang einlegt. Nichtsdestotrotz auch hier, wer langfristig investiert war, kann sich über sehr schöne Kursgewinne freuen. Und natürlich auch über schön steigende Dividenden und dann über eine persönliche Dividendenrendite, die weit, weit über dem liegt, mit dem man eingestiegen ist. Und das ist eben das Prinzip, was erfolgreiche Aktien ausmacht. Und da kann man mal selber jetzt einfach mal hier, ich werde das verlinken, sich durch die Aktien durchklicken und einfach mal sehen, wie langfristig steigende Gewinne aussehen. Weil es ist oft so, dass Anfänger das nicht so richtig glauben. Dass Anfänger sich an der Dividende festklammern, weil sie glauben, dass die Dividende berechenbar ist, zuverlässig sein kann, Unternehmensgewinne aber nicht zuverlässig sein können. Und das ist zu einem Teil berechtigt. Das heißt, Dividenden können vom Management im gewissen Rahmen festgestellt bzw. bestimmt werden. Unternehmensgewinne werden vom Markt bestimmt. Nichtsdestotrotz sieht man hier, dass es durchaus viele Unternehmen gibt, die eben langfristig ihre Gewinne steigern. Und das ist eben kein Zufallsprodukt, sondern das hat eben was damit zu tun, dass diese Unternehmen komplexe Gebilde sind und gut funktionieren. Das heißt, dass diese Unternehmen Strukturen haben, die funktionieren, also Mitarbeiter haben, die wissen, was sie tun, ganz offensichtlich, also qualifiziertes Personal haben, dass sie auf dem Markt tätig sind, wo ihre Produkte und Dienstleistungen ankommen, dass sie ihre Marktstellung behalten können und so weiter. Ist also kein Zufallsprodukt. Und ich höre dann immer wieder diese Einwände, eigentlich sind es immer die gleichen Einwände, die dann sagen, ja, ist ja alles schön und gut hier, die Unternehmen haben ihre Gewinne hier gesteigert in der Vergangenheit, aber ist doch keine Garantie für die Zukunft. Und an der Börse wird auch die Zukunft gehandelt, die Vergangenheit ist mir total irrelevant, ist mir Schnuppe. Darauf habe ich im Prinzip schon jetzt ja eigentlich das Argument gegeben.
Es ist nicht so, dass steigende Unternehmensgewinne ein Zufallsprodukt sind. Es ist kein Roulette-Spiel, dass wir hier halt zufällig so und so oft mal rot bzw. oder schwarz gewürfelt haben und im nächsten, das hat keine Aussage für die Zukunft. Wir wissen jetzt nicht, ob jetzt wieder rot oder schwarz kommt. Das heißt, das Unternehmen kann jetzt genauso gut Verluste schreiben, auch wenn es die ganze Zeit vorher Gewinne geschrieben hat. Das ist nicht der Fall. Kursgewinne sind bzw. Unternehmensgewinne sind kein Zufallsprodukt. Es ist einfach nur eine Bestätigung, dass das Unternehmen am Markt erfolgreich operiert. Und wenn es das in der Vergangenheit getan hat, dann gibt es eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass es das auch in der Zukunft, in den nächsten Jahren tun wird. Es kann immer sein, dass es bei einzelnen Unternehmen Ausfälle gibt, aber um dem entgegenzuwirken, gibt es ja die Diversifikation. Das heißt, wenn wir uns ein Depot von solchen erstklassigen Unternehmen zusammenstellen, dann können wir einzelne Ausfälle verkraften, weil die anderen Unternehmen weiterhin gut laufen werden und ihre Gewinne steigern werden. Und deshalb wir auch da dann uns an langfristig steigenden Kursgewinnen und Dividenden weiterhin erfreuen dürfen. Und die überkompensieren eben die Ausfälle dann deutlich. Das ist das eine. Und dann ist das andere, was ich gehört habe, auch, ja, warum müssen denn die Unternehmensgewinne überhaupt wachsen? Ich bin ja auch mit konstanten Gewinnen zufrieden, wenn die Dividenden einfach nur hoch genug sind. Und die Geschichte, dieses Argument, das kann man zum einen technisch und zum anderen betriebswirtschaftlich widerlegen. Also technisch ist es eigentlich eher so, dass man dann nicht in Aktien investieren würde, sondern in Anleihen, in eine ewige Anleihe quasi, weil was würde denn passieren, wenn das Unternehmen seine Gewinne nicht steigert? Da hätte es immer den konstant gleichen Gewinn, würde dann also bezüglich Kursgewinn hätten wir da überhaupt nichts zu erwarten. Im normalen Marktgeschehen geht der Kurs mal ein bisschen hoch, mal ein bisschen runter, aber vom Prinzip her würde die Aktie immer mit den gleichen Multiplikatoren bewertet werden, mit den gleichen niedrigen Multiplikatoren, weil der Markt ja wenig davon erwartet. Das Unternehmen steigert ja nicht den Gewinn, also gibt es auch keinen Grund für langfristig steigende Kursgewinne. Und die Dividende selbst würde sich auch nicht vom Fleck bewegen. Es wäre im Prinzip immer die gleiche Dividende. Also das Unternehmen würde ein bisschen was verdienen, dann müsste es ein bisschen was investieren, um weiterhin wirtschaften zu können. Und der Rest, der könnte dann als Dividende ausgeschüttet werden. Das heißt, die Dividende wäre wahrscheinlich eher tendenziell hoch. Und das KGV beispielsweise wäre tendenziell niedrig und das Ganze hätte dann einen Charakter eher von einer hochverzinsten Anleihe, weniger von einer Aktie. Das ist aber nur die Theorie, sage ich mal. Die Praxis ist aber anders in der Wirtschaft. Es gibt aus meiner Sicht keine Unternehmen, nicht in der freien Marktwirtschaft, die langfristig immer den gleichen Gewinn haben, beziehungsweise die nicht wachsen können, aber den Gewinn langfristig halten können. Warum nicht? Weil es sowas wie eine Konkurrenz gibt. Das heißt, ein Unternehmen teilt sich den Markt mit anderen Unternehmen auf und wenn das eine Unternehmen nicht wächst, dann tun es eben die anderen. Das heißt, dann wird dieses Unternehmen mit dem der, ja, dann wird das Unternehmen, das die Gewinne nicht steigern kann, an Marktanteilen verlieren. Und das umso mehr, wenn der gesamte Markt nicht wächst. Das heißt, wenn wir in einem stagnierenden Markt sind, dann wird es einen Verdrängungswettbewerb geben. Und das wird da zur Folge haben, dass die Unternehmen, die eben nicht aggressiv vorgehen, nicht wachsen, nicht überdurchschnittlich erfolgreich sind, dass die dann vom Markt verschwinden. Das heißt, wir werden keine ewige Anleihe haben, das vielleicht in der Theorie. Wir werden dann eher massive Kursverluste haben und vielleicht am Ende sogar eine Pleite haben. Selbst dann, wenn die Märkte wachsen, wird es ja so sein, dass wenn das Unternehmen seine Gewinne nicht steigert, dann wird es prozentual am wachsenden Markt immer kleineren Marktanteil haben und wird dann irgendwann vielleicht entweder aufgekauft oder dann auch verschwinden, so oder so. Das heißt, es werden keine guten Investments sein. Wir müssen, wenn wir in der freien Marktwirtschaft an Unternehmen uns beteiligen wollen, müssen wir uns an Unternehmen beteiligen, deren Gewinne wachsen. Ansonsten werden wir uns an Verlierern beteiligen und das macht natürlich langfristig keinen Spaß. Und dann gibt es noch ein anderes Argument, das ist ein drittes, was ich oft höre. Das sind immer, ja, aber die Aktien, die sind ja alle schon so teuer. Klar, bewertet der Markt Aktien von Unternehmen, die ihre Gewinne langfristig steigern, höher als Aktien bewertet von Unternehmen, wo es halt
nicht funktioniert, wo der Gewinn halt hoch und runter geht oder wo sie öfter Verluste als Gewinne schreiben. Natürlich sind diese Unternehmen höher bewertet. Aber das Gute ist ja, dadurch, dass sie ihren Gewinn weiterhin steigern werden, werden sie trotzdem noch wertvoller. Das habe ich hier auf einem Beitrag in alle Aktien mal geschrieben. Hier Aktie teuer, trotzdem kaufen, weil das ist so der typische Einwand, warum die Leute dann lieber, was weiß ich, eine Daimler kaufen, weil, oder eine Deutsche Bank oder so, weil das KGV tierisch niedrig ist und die Dividendenrendite hoch scheint, die aktuelle. Und dann eben keine Church & White oder eine sonstige Aktie kaufen. Und warum sie dann eben langfristig leider auf die Nase fallen, weil diese Aktien nicht vom Fleck kommen und irgendwann vielleicht sogar noch die Dividende gekürzt wird. Hier haben wir eine Aktie und die Aktie ist eben auch schon höher bewertet, hat halt eben schon relativ hohe Multiplikatoren und hat aber auch steigende Unternehmensgewinne und deshalb eben auch steigende Fair Values. Und diese steigenden Unternehmensgewinne, die drücken eben diese Fair Values immer weiter nach oben im langfristigen Zeitverlauf. Kann auch mal ein bisschen nach unten gehen, aber im langfristigen Zeitverlauf wird die Aktie einfach nach oben gedrückt. Heißt nicht, dass diese Aktie nicht überbewertet sein kann, aber es heißt, dass die Aktie langfristig eben im Kurs und bezüglich der Dividenden zulegt. Und das wird eben nur dadurch möglich, da wiederhole ich mich gern, weil das Unternehmen eben seine Gewinne langfristig steigert. Und das ist so ein grundlegendes Prinzip, dass ich eben mir traue zu sagen, das sind die besten Aktien für dein Depot. Es sind nämlich eben diese Aktien, die hier versammelt sind, nicht ausschließlich diese Aktien. Es gibt natürlich noch andere Aktien, die ihren Gewinn langfristig steigen. Aber das hier sind schöne Anschauungsbeispiele. Es sind die Aktien, die ihre Gewinne, Unternehmensgewinne langfristig steigern. Das sind die besten Aktien für dein Depot. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt dann eine gute Aktienauswahl und bedanke ich mich fürs Zuschauen. Tschüss!